Hallo. Hi, da sind wir wieder. Ja, wir haben jetzt ein schönes Wochenende auf Fehmarn verbracht. Auf der Sonneninsel Fehmarn. Und die hat wirklich ihrem Namen alle Ehre gemacht. Es war gestern richtig schön warm, sonnig. Ja. Und ja, jetzt geht die Reise aber weiter. Aber was wir auf Fehmarn erlebt haben, jedenfalls ein Teil davon, den zeigen wir euch jetzt. Zeigen wir euch jetzt, ja. Ja, vor 10 Minuten sind wir noch durch Gewitter und Starkregen durchgefahren und jetzt kommen wir der Sonneninsel Fehmarn näher und die Sonne scheint. So gefällt es uns wieder, ne? Ja, wenn Engel reisen, ne? Wenn Engel reisen. Muss da, wo sie landen wollen, ja auch die Sonne scheinen. Vorher dachte es Rücken regnet. Und jetzt geht's über die Fehmarnsundbrücke nach Fehmarn. Vor 9 Jahren waren wir schon mal hier, damals noch mit Wohnwagen, auf dem Campingplatz Wallnau. Oh, freue mich schon, mal wieder umschauen. 11 Jahre her, nicht 9 Jahre. Das sind 11, stimmt. Ja. 11, oh Gott, so lange ist das schon her. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Ah, schöne Aussicht hat man von hier oben. Wenn wir 2 Tage hier verbringen auf der Insel, denke ich mal. Ne? Mhm. Mal schauen, was wir uns alles anschauen, wem wir alles treffen. Ja, ja. Seid gespannt. Seid einmal gespannt. Wir stehen jetzt hier in Buttgarden, an der letzten Fischbude vor Dänemark. So, wie lautet unser Motto? 1, 2, 3, hoch die Hände und hoch die Hände! Ich war zu spät. Ja, du warst mal nochmal. Ja, ich war zu früh, ich bin immer zu früh. Machen wir nochmal, ja? 3, 2, 1. Hoch die Hände, hoch die Hände! Jetzt noch mal. Liebe Grüße! Ja. Von der Ostsee. Thank you.
Wartet mal, Ursi und Helle sind weg! Hallo! Hi, wir hatten jetzt heute einen richtig schönen Tag hier auf Fehmarn, eine Fahrradtour gemacht, waren im Buttgarten hinten. Da wo die Fische nach. Die Fische. Die, das ist jetzt so windig. Ja, wahrscheinlich. Verlassen wir die Sonneninsel, wa? Ja, das Wochenende auf Fehmarn war schön sonnig, aber wie ihr jetzt seht, das Wetter ist nicht mehr so toll. Und warum? Weil wir die Sonne in der Heckgarage haben. Und lassen wir dann später einfach wieder raus. Tschüss Fehmarn! Ja, tschüss Sonne! Okay, auch noch drauf kommen. Ja, da drüben auf der anderen Seite ist jetzt unser Stellplatz, wo wir eigentlich hin wollten. Da drüben. Ja. Dann schauen wir mal, ob wir da jetzt dann noch für 3 Wohnmobile Platz kriegen. Weil wir haben ja noch Nachzügler. Kommt da noch jemand? Aber da drüben stehen auch Wohnmobile da. Ja, es ist da vorne. Und eben sind wir ganz, vielleicht 3 Kilometer weiter, war dann auch ein Wohnmobilstellplatz. Und der sah eigentlich ganz gut aus, als wenn da Platz wäre, ne? Schauen wir mal. Aber jetzt fahren wir mal Fähre über den Kanal. Nord-Ostsee-Kanal. Der Nord-Ostsee-Kanal ist das hier, genau. You know how to be a heartbreaker, but you don't know how love goes. Baby, I know. Unser Fahrt ging weiter und wir haben jetzt ein schönes Plätzchen hier am Nord-Ostsee-Kanal gefunden. Ein Platz ohne Fähr- und Entsorgung, ohne Strom. Einfach nur auf dem Parkplatz. Jetzt kommen gleich 2 Containerschiffe auf einmal. Natürlich schön, das gefällt uns. Ich zeige euch gleich mal, wie wir uns hier heute eingerichtet haben. Baby, yeah.
know how to be a heartbreaker. But you don't know how love goes. Baby, unterwegs. Wir waren jetzt eine Nacht am Nord-Ostsee-Kanal gestanden. Haben sehr gut geschlafen. Ne? Ja. Und es war ein freier Platz, also kein offizieller Stellplatz, in Breiholz, bei der Fähre. Ja, schön Schiffchen geguckt und jetzt ziehen wir zu dritt weiter. Bis gleich. Ciao. Hat jetzt Flut. Und ist auf der Nordseeseite ist jetzt, da sind die Klappen jetzt runter am Eidersperrwerk, damit die Nordsee nicht so reindrückt. Und auf der anderen Seite ist die Absperrung offen. Also das Wasser kann hier einfach so durchschießen. Und das ganz schön schnell. Ja, man kann sich da vorstellen, wenn es auf der anderen Seite nicht geschlossen wäre, wäre das noch viel extremer. Unser Eidersperrwerk haben wir besichtigt, ne? Wie immer halt, ne? Muss einmal sein, wenn wir hier oben sind. Das erste Stopp nach St. Peter-Ording, das Eidersperrwerk und das Fischbrötchen. Genau. Ja. Das ist richtig schön hier, ne? Ja. Auch wenn das Wetter heute nicht so mitspielt, aber es ist trotzdem immer wieder schön. So kann der Urlaub beginnen, machen wir sonst immer, aber so wir, sind halt ja, wir sind ja mittendrin, also so geht er so weiter. How to be a heartbreaker, but you don't know how love goes, baby. Gemeinsames Wochenende mit Sven und Leimer und Ursi und Helle geht jetzt langsam dem Ende zu. Anderen beiden packen jetzt. Und hier werden aber noch ein paar doch bleiben. Hi! Und hoffen, dass die Sonne noch rauskommt. Und dann machen wir uns hier noch ein paar schöne Tage. Ciao! Tschüss! You know how to be a heartbreaker, but you don't know how love goes, baby.